Licenciado David Gurolla, Privatdetektiv mit Lizenz. Ungewöhnlich naiv, diese Inschrift in gotischen Lettern neben der Tür einer gelben Villa im Callejón de Baena. Ich betätigte einen riesigen Türklopfer, der die Form eines brüllenden Löwenkopfes hatte. Niemand antwortete. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um in eins der hohen vergitterten Fenster zu sehen. Vergeblich. Gerade war ich im Begriff, mich wieder auf den Weg zu machen, da hörte ich ein Geräusch hinter dem Fenster. Was ist? Öffnen Sie mir oder nicht? Was wollen Sie? Ich suche den Detektiv David Gurolla. Weswegen? Ist er da oder nicht? Antworten Sie zuerst. Wegen eines seiner Fälle, dem Mord an Marcello Farnizzi. Der Alte schien zu überlegen. Erkennen konnte ich ihn nicht hinter dem Fenster. Hören Sie, warum machen Sie mir nicht auf? Darum nicht. Und Gurolla, ist er da oder nicht? Nein, er ist nicht da. Er ist nie da. Und er bezahlt mich auch nicht. Er ist verreist. Wohin? Warum fragen Sie so viel, hä? Weil ich neugierig bin, Opa. Und wer sind Sie? Das Phantom der Oper! Verärgert ging ich die Avenida Hidalgo hinunter. Was machte ich hier eigentlich in Zacatecas? Den Clown? Bitte? Carmen, ich möchte unbedingt mit dir nochmal sprechen. Ich kann jetzt nicht. Hast du Nachricht von der Polizei? Nein, wieso? Welche Nachricht? Ich weiß nicht, irgendeine. Brauchst du irgendwas? Kann ich dir helfen? Nein, ich brauche nichts. Ich bin nur ein wenig nervös. Versteh das doch bitte. Reißt du ab? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall könnten wir uns ja dann morgen sehen. Ja, was denn nun? Sie wollte, dass ich abreiste, aber auch, dass ich da blieb. Ein Idiot war ich. Mit was für Flausen im Kopf war ich bloß in diese Stadt gekommen. Jetzt hatte ich das Gefühl zu stören, aber auch nicht wieder weg zu können. Ich entschloss mich zu einem Besuch auf dem Kommissariat. Ich war mit dem Toten befreundet. Und? Der Raum war schlecht beleuchtet. Und hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in einigen Papieren. Schmales Schnurrbärtchen, dunkelhäutig, Pomade im Haar. Goldener Siegelring. Entschuldigen Sie, ich bin weder Privatdetektiv noch Journalist. Ich bin nicht einmal mit dem Toten verwandt, aber mich interessiert, wenn es gestattet ist, wie weit Sie in dem Mordfall Farnizzi gekommen sind.